We are the farmers. Herzlich willkommen zu unserem Unimog U411 Spezial. Eine Videoreihe über diesen kleinen Mann hier, den Unimog 411, Baujahr 63. Haben wir so noch nie gezeigt. Starten wir mit einer kleinen Vorstellung. Gebaut 1963, gestartet 1957 auf der Basis von dem U401. Den haben wir schon mal gezeigt. Da guckt man ins Video. Bereift mit 18 Zoll Rädern. 18 Zoll Räder und wo ist denn hier der Tritt? Hier ist gar nichts. Nein, der Aufstieg geht über diese Felgenringe. Einstieg, die Türen, recht simpel. Vierkantrohr außenrum und eine Blechplatte oben drauf. Beifahrerseite, rechten Fuß herauf. An einem Fuß hier hoch und elegant reingedreht und dann sitzt man hier in seiner Mulde. Man kann die Füße, also das heißt immer, man sitzt da jetzt so schlimm im 411, also es geht voll. Also ich sitze hier bequem, entspannt nach hinten gelehnt. Boah, also hier kann man eine Fahrt drin verbringen. Und während der Fahrt ist möglich, Kühlwasser zu kontrollieren. Da ist hier dieser Behälter. Eigentlich ist er schön gold aus Messing, aber in dem Fall wurde er einfach stumpf übergepinselt. Gucken wir mal weiter. Ursprünglich war das mal ein Luftkipper, das heißt, der Kipper wurde mit Luftdruck hochgedrückt. Das Fahrzeug hat aber auch eine Hydraulikanlage und hat jetzt einen Unimog-Kippstempel vom 4.6er drin. Der Stempel ist natürlich viel zu lang, auch viel zu groß, das heißt, es dauert recht lange, bis die kleine Ölpumpe das Teil hochgedrückt hat. Lass uns weiter nach hinten gucken. Auch hier Heckkraftheber. Was sehen wir hier hinten alles? Also wir haben hier die Aggerschiene, da ist ein Kugelkopf mit dran. Das im Straßenverkehr zugelassen ist, ist was anderes. Aber wir haben jetzt hier den Heckkraftheber. Hier oben über die Spindeln können wir die Höhe verstellen. Wie man sieht, die Spindeln sind leicht krumm, das sind sie meistens. Tappwellenverlagerungsgetriebe 411 ist nicht dasselbe wie beim 4.6er. Das hier ist etwas schmaler, sogar noch viel seltener. Den Schlauch hier, das ist der für den Kipperzylinder. Und der geht oben in den Anschluss rein für den Kipper. Also wenn wir einen Anhänger hinter hätten, würden wir hier umstecken. Und eine Seltenheit, er hat eine Druckluftbremsanlage Einkreis. Oft war das nicht verbaut. Also wir haben hier einen sehr gut ausgestatteten Agrar 411er als Cabrio mit Klappverdeck. Die gerade Frontscheibe, die man nach vorne runterklappen kann, wird hier gelöst und wir legen sie nach vorne ab. Motorhaube. Man sucht vergeblich den Haubenschlüssel, also wo man den Haubenschlüssel reinstecken kann, weil die hier mit dem Bautenzug zu entriegeln ist. Hier im Fußraum einmal reingegriffen, einmal ziehen. Motorhaube ist offen und kann einfach so rausgenommen werden. Hier haben wir die kombinierte Hydraulikpumpe mit Luftpresser, alles in einem System. Dementsprechend die Hydraulikleistung ist jetzt hier auch nicht so vergleichbar mit den neueren Unimog. Hier direkt in der Mitte der Motor, der OM636. Hier gleich so ein Techniktipp. Wir haben vor kurzem hier diese Handpumpe erneuert, eine Einspritzpumpe. Das ist hier immer noch dieselbe Handpumpe wie bei den neueren, bei den O352er Motoren, weil die meistens kaputt gehen. Diese kleine Bosch-Pumpe da. Da schnell eine neue reingedreht, 15 Euro und dann viel besser. Hier vorne haben wir einen Hydrauliksteuerblock. Hier haben wir auch noch Anschlüsse frei, falls man vorne was anschließt. Das hier ist die durchlaufende Leitung, die hinten den Kipper hochdrückt. Und dann haben wir hier die beiden Stahlleitungen für den Heckkraftheber. Was wir hier oben haben, das ist Kabelsalat. Da hat sich jemand freigebig ausgelassen. Neue Lichtmaschine, Motor wurde überholt. Also das sind die wichtigen Sachen daran. Die 411er Community ist recht groß. Es gibt noch ordentlich ein paar Stück im Einsatz. Es gibt sehr, sehr viele Reparaturbleche für die Kabine. Es gibt auch so ein paar Händler in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, die Bleche nachzufertigen. Ja, als wir jetzt unseren Roadtrip mit Beutelhauser gemacht haben im Bayerischen Wald, haben wir nur solche kleinen Unimogs gesehen, weil die im Wald einfach kleiner, kompakter, wendiger sind. Wir haben hier den Unimog 411 mit dem kurzen Radstand. Den gibt es dann auch noch mal in einem etwas längeren Radstand. Setzen wir uns noch mal rein. Ja, also das mit dem Einsteigen, man gewöhnt sich dran, dann geht's auch. Tür zu, gucken wir uns noch mal unsere Hebelage hier an. Da haben wir einmal vorwärts, rückwärts. Nur die ersten beiden Gänge lassen sich auch rückwärts fahren. Wir haben ein 6-Gang-Getriebe. Dann haben wir hier die Zapfwelle. Zapfwelle. Handbremse. Und Allrad- und Differentialsperre. Einmal höher, mit Gefühl, Allrad. Und noch einmal Differentialsperre. Und das probieren wir gleich auch noch mal aus, ob die wirklich funktioniert. Dann haben wir hier Handgas, der kleine Hebel. Und hier unten, ganz versteckt, diese Öse.
So schalten wir den Motor aus. Unter dieser Abdeckung finden wir auch gleich den Motor. So, wenn wir hier mal nach vorne gucken, dann haben wir hier unsere doppelwirkenden Steuergeräte. Nach vorne ist Schwimmstellung, nach unten und nach oben ist Druck. Schlüssel rein, Zündung ist an, die beiden Lampen leuchten, den Startknopf bis zum Widerstand hochziehen. Die Lampen werden dunkler und wir glühen vor. Genug vorglühen, gerade wenn er gestanden hat, da kann man sich gerne mal eine Dreiviertelminute Zeit nehmen oder auch eine ganze Minute. Läuft wie ein Uhrwerk. Das war es erstmal zur trockenen Vorstellung. Jetzt fahren wir gleich mal los. Also ich kann mir kein entspannteres Fahren vorstellen. Man ist nicht schnell, aber das will man gar nicht. Was? Abfahrt! Auf geht die wilde Fahrt! Unimog im Moor, extrem! Mehr geht nicht! Einmal eine Runde im Kreis gedreht. Da hinten hobbelt noch ein Hase. Ist so. Ich glaube, das wird nichts, aber gucken wir. Abfahrt, Abfahrt! Hey! Mal gucken, was hier geht. Alter, ist das steil! Alter, ist das steil! Scheiße, und ein Baum. Knack! Ab! Und weg hier! Abfahrt! Die Lenkung schlägt, aber es geht. Der Matsch hält echt gut gegen. Gucken wir mal. Und. Leider nicht. Da hat ein bisschen Schwung gefehlt. Die Position, also sehr entspannt. Man jagt zurück, rutscht in dieses nasse Loch und hängt fest. Ich gebe auf, es reicht. Festgefahren.
Ja, erster mieser Fehler. Ich habe den Heckkraftheber nicht richtig hoch gemacht. Wir haben hier natürlich die Aggerschiene jetzt wie ein Bremsklotz hinter. Das ist ein Anfängerfehler. Das können wir nochmal beheben. Vielleicht bringt das auch nochmal was, weil hier ist echt ein bisschen Sand drauf jetzt. Das Unimog-Team Fitzen, ja, ich ruf direkt im Büro an. Moin, spreche ich mit dem Unimog-Team Fitzen Büro? Ich habe mich festgefahren. Im Fitzener Sumpf. Bis gleich. Hilfe kommt gleich. Ja, festgefahren die Spuren. Viel flacher, weil der 411er viel leichter ist. Und wir, was hat uns das Leben gekostet? Wir sind in eine alte Spur vom 1300L reingejagt. So, als erstes Heckkraftheber hoch. Ja, was war das? Der ganze Unimog kommt hinten runter, weil der Heckkraftheber hat ihn nämlich ziemlich aufgebockt. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Heckkraftheber oben und dann geht's weiter. So, dann probieren wir mal erstmal nochmal. Rückwärtsgang drin. Es läuft nicht so gut. Gut, aus, vorbei. Hat gar nichts gebracht, leider. Ich glaube, du warst schon zu tief. Ja, wir sind echt zu tief. So, also, der Unimog liegt auf. Wenn der Batteriekasten aufliegt, dann ist Feierabend. Weil dann liegt noch viel mehr auf. Die Achsen hängen voll drin. Ja. Ladebordhöhe bis Kniescheibe. Ich glaube, der braucht eine Unimog für die Naturwäsche. Ja. Gucken wir mal, dass Eike hier irgendwie an den Laden kommt. Moin! Moin! Na, hast du den Rasenmäher festgefahren? Ja, der Unimog 411 hat aufgegeben. Leider ja. Kannst du einmal vorhaken? Ja. So, im Endeffekt festgefahren, war vielleicht oder wahrscheinlich auch meine Schuld. Aber sonst, der 411er hat sich super geschlagen. Die Motorleistung reicht mit seinen 33 PS da gut für aus. Wichtig ist, dass man hinten die Aggerschiene hoch hat, das ist ein bisschen Anfängerfehler. Hier ist nämlich wie ein Bremskeil, sieht man ja. Ja, geil reingekommen. Er ist lange nicht so weit eingesackt wie seine schweren Kollegen, der U300L mit 5 Tonnen und hier nur mit 2,5. Er ist so übers Moor überweg gefahren. Nur hier vorne dieses eine Modderloch an der Ausfahrt bin ich voll reingerutscht, keine Chance. Aber Unimog Team 14 Hotline, top. Abonnieren für mehr Quatsch und schickt uns mal Bilder, wo ihr den 411er noch im Einsatz habt. Hier findet ihr uns bei Instagram. Bis dann. We are the Farmers.